Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute drehen wir zusammen ein Video, denn ich packe meine Kliniktasche, denn es ist schon in 3 Wochen soweit. Ich freue mich riesig drauf, ich bin sehr, sehr nervös und ich würde sagen, bevor das Intro viel zu lang wird, legen wir direkt mal los. Als erstes habe ich natürlich an meine Handtücher gedacht, denn ich glaube nicht, dass ein Krankenhaus Handtücher zur Verfügung stellt. Würde ich persönlich jetzt auch nicht wollen. Deswegen habe ich ein großes Handtuch, ein kleines Handtuch mitgenommen. Zusätzlich dann auch nochmal mein Turban für die Haare, falls ich meine Haare waschen sollte. Kommen wir auch schon als nächstes zu den Babyklamotten. Es gibt ganz viele Krankenhäuser, also ich persönlich werde in Ingolstadt entbinden und das weiß ich von meiner Schwester her, denn die hat schon 3 Kinder und auch von Freundinnen, dass Babykleidung zur Verfügung gestellt wird, sprich ein Babybody, Strampler und sonstiges. Aber ich habe gedacht, ich nehme dennoch selber ein paar Sachen mit. Ja, einfach aus hygienischen Gründen. Und auch natürlich, wenn wir dann unseren kleinen Schatz dann mit nach Hause nehmen, dass er dann auch schon wieder seine eigenen Sachen trägt. Ich habe jetzt hier eine Mütze mitgenommen. Einmal in Gelb und einmal in Weiß. Ich glaube, das ist für die Babys ganz, ganz wichtig, ganz am Anfang, damit die Ohren schön verdeckt sind, auch wenn es Hochsommer ist. Wobei ich denke, Ende August, Anfang September kann es natürlich kühl für die Babys werden. Muss nicht sein, kann sein. Ich habe sicherheitshalber welche mitgenommen. Dann kommen wir auch schon zu den ersten Stramplern. I love Mom, I love Dad. Ganz süß. Genau, da habe ich auch einige Strampler mitgenommen. Einfach, wir reden jetzt von allgemeiner Babykleidung, was man alles so fürs Baby braucht. Babybodies, Babystrampler, ganz einfache. Man kann natürlich auch direkt irgendwelche Outfits mitnehmen. Ich glaube aber nicht, dass man im Krankenhaus jetzt sein Baby total ausstylen muss oder sonst was. Kann man, muss man aber nicht. Genau, dann habe ich noch so ein kleines Body. So einen kleinen Body. Der ist sogar ziemlich klein in der Größe 42, 46. Ich habe jetzt mit der Größe angefangen mit 50 bis 56 für die ersten Monate. Dann habe ich noch ein paar wärmere Strampler mitgenommen, falls es doch dennoch kühler sein sollte. Da habe ich auch ein bis zwei mitgenommen. Wie gesagt, man kriegt auch im Krankenhaus welche zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, ich habe dennoch meine eigenen Sachen noch mitgenommen. Zusätzlich habe ich dann noch Strumpfhosen mitgenommen, falls es kälter sein sollte. Ein paar Oberteile fürs Baby. Also Bodies sind immer ganz, ganz wichtig, damit der Rücken auch und die Nieren schön verdeckt sind, damit der Kleine sich dann auch nicht erkältet. Dann ein paar Oberteile einfach, damit man einfach irgendwas zum Anziehen hat. Und zusätzlich dann noch kleine Hosen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht meinen kompletten Kleiderschrank bzw. meine kompletten Sachen, was ich fürs Baby mitnehme. Sonst wird das wieder viel zu lang, das Video. Wir wollen uns natürlich kurz halten, damit ihr eure Kliniktasche im Notfall auch direkt und schnell packen könnt. Ein kleiner Tipp von mir. Ich würde euch definitiv empfehlen, euch sportliche Sachen mit in die Klinik mitzunehmen. Gemütliche Sachen, denn je nachdem, ob normale Geburt oder Kaiserschnitt, werdet ihr dennoch nach der Geburt etwas Schmerzen empfinden. Ich persönlich nehme jetzt auch meine komplette Schwangerschaftskleidung mit in die Klinik. Also ich nehme mir jetzt einfach mal eine lockere, kurze schwarze Hose, ganz normale Jogginghosen, denn der Bauch wird natürlich nicht direkt verschwinden, sondern ihr habt, obwohl ihr schon entbunden habt, wie gesagt, egal ob Kaiserschnitt oder normal, ihr werdet immer noch euren Babybauch haben. Das dauert einige Wochen, Monate, bis der einfach zurückgeht.
Denn ihr werdet nicht direkt wieder in eure alten Klamotten reinpassen. Ich nehme mir dann zusätzlich noch ein paar Oberteile mit, ganz normale Basic-Oberteile. Mit einmal mit Langarm, einmal mit Kurzarm und jetzt auch nichts Besonderes Stylisches. Einmal in Grau, nochmal in Grau, dann nochmal in Schwarz und nochmal eine Jogginghose. Wie gesagt, alles ganz easy und locker, damit ihr es auch gemütlich habt. Dann habe ich noch eine Pyjama-Hose. Die ist jetzt länglich. Ich habe eigentlich keine kurzen Pyjamas, Hotpants, deswegen kaufe ich mir jetzt auch keine extra, auch wenn es warm sein wird. Das ist ein ganz normales schwarzes Tanktop zum Schlafen auch. Gemütlich das Ganze gestalten. Dann habe ich mir noch einen Pullover mitgenommen, falls es kalt sein sollte. Und einen Cardigan einfach zum Umschmeißen. Falls man dann doch irgendwie rausgehen sollte zum Spazieren oder einmal durch die Klinik laufen möchte, dann hat man einfach schnell was zum Umschmeißen. Was auch ganz wichtig ist, was ich euch jetzt aber nicht in die Kamera halten werde, ist natürlich eure Unterwäsche. Nehmt auf jeden Fall gemütliche Unterwäsche mit, denn ich bin der Typ, der... Ich benenne es mal so, keine Omas-Schlüppis trägt. Es ist natürlich jedem Designer überlassen. Ich persönlich bin jetzt nicht der Typ dafür, musste mir aber dennoch welche kaufen, weil man eben nach der Geburt eben noch Nachblutungen hat. Und mit den Binden wird es dann etwas unangenehm, sage ich mal, bei der normalen Unterwäsche, die ihr gewohnt seid. Ich möchte das Thema jetzt nicht weiter aufmachen, denn für mich persönlich ist es etwas unangenehm zu sprechen. Aber ich habe mir auch ein Sport-BH mitgenommen, einen normalen, wie gesagt, damit ich ganz normal auch nach dem Kaiserschnitt alles gemütlich habe und mich jetzt nicht ärgern muss, dass das zwickt, sondern alles sitzt, wo es sitzen soll, aber auf gemütliche Art und Weise. So, dann habe ich mir auch noch Socken mitgenommen. Denn ich, wie die meisten Leute mich kennen, bin eine Frostbeule. Und ich brauche immer Socken, weil ich es auch im Allgemeinen einfach unangenehm finde, wenn ich keine Socken anhabe. Deswegen nehme ich auf jeden Fall welche mit. Dann nehme ich mir auch noch Schlappen mit. Ganz normale weiße Schlappen, die man dann im Klinikum tragen kann. Eben wenn man durch die Gänge geht, wenn man jetzt, sage ich mal, schnell einfach in die Schuhe reinschlüpfen möchte. Zusätzlich habe ich dann noch ein paar Schlappen mitgenommen, die ich dann für die Dusche nutzen kann. Das sind ganz normale Flipflops. Wenn sich manche ekeln, ich tue es zum Beispiel, kann man sich ganz schnell in öffentlichen Bädern Fußpilz holen, deswegen nehme ich die auf jeden Fall mit. Dann habe ich jetzt für den Kleinen noch so ein Schnuffeltuch mitgenommen. Das ist, ich weiß, die können da in den ersten Tagen nicht so viel damit anfangen, aber ich lege ihm das dann einfach in sein Bettchen rein, damit er beim Schlafen dann nicht ganz so alleine ist. Und wenn man erstmal realisiert, dass man Mama wird, das ist so ein unglaubliches Gefühl, das ist einfach, ich kann gar nicht darüber reden, weil sonst muss ich direkt weinen. Auf jeden Fall noch ganz normale, weiße, schlichte Spucktücher mitgenommen. Die, denke ich, wird es auch im Krankenhaus geben, aber da habe ich auch schon meine eigenen. Hier habe ich auf jeden Fall offen für den Nachhauseweg, für den Maxi-Cosi auf jeden Fall auch noch eine Kuscheldecke mitgenommen, damit der Kleine dann auch nicht friert und schön zugedeckt ist. Jetzt noch einen Schnuller mitgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob die Schnuller schon so früh hernehmen, aber sicherheitshalber habe ich jetzt einfach einen mitgenommen. Der ist von 0 bis 2 Monate. Den nehme ich dann definitiv auch noch mit. So, kommen wir dann auch schon zu den Hygieneartikeln fürs Bad. Ich nehme hier immer ganz gerne
die Packungen mit, die man dann im Hotel kriegt, meistens in Hotels, in denen man Urlaub macht. Die nehme ich dann immer ganz gerne mit, weil man die einfach für solche Anlässe, wie man, wenn man jetzt ein Krankenhaus besuchen muss, wenn man weiß, dass man operiert wird und im Krankenhaus bleiben muss, wenn man jetzt, sage ich mal, kurze Trips, Städtetrips macht, dann sind die Sachen immer ganz cool, denn die kann man dann einfach verwenden und einfach wegschmeißen. Da braucht man einfach nicht, sage ich mal, die unnötigen Kilos, die man dann, sage ich mal, auf der Rückreise wieder mitnehmen muss, sondern die kann man da einfach liegen lassen, wegschmeißen, wie auch immer, weil es halt nicht eure persönlichen Gegenstände sind, sondern das sind so einfach Einwegdinger. Und dann hat sich die Sache auch schon erledigt. Ganz praktisch, mag ich ganz gerne. Deswegen nehme ich die dann auch immer mit. Da drin ist jetzt zum Beispiel ein Rasierer, Tempos, Rasierschaum. Eben nicht die XXL-Tuben, die ihr jetzt, wie gesagt, mitschleppen müsst, wenn ihr 5 oder 6 Tage dort bleiben müsst. Dann kommen wir auch schon zu den Haaren. Habe ich eine Spange mitgenommen. Zusätzlich auch noch einen Haargummi. Fürs Gesicht habe ich mir dann auch so kleine Proben aus der Apotheke geholt. Hier habe ich jetzt einfach mal ein Waschgel, ein mattierendes Fluid, also eine ganz normale Tagescreme und ein Serum. Dann habe ich auch ganz praktisch so ein paar Proben da von Biotherm, einfach ein paar Gesichtspflegeprodukte, die man dann meistens bei dem Einkauf von Douglas geschenkt bekommt, einfach so kleine Proben. Die nehme ich auch immer ganz gerne mit, eben für solche Anlässe. Das finde ich die ganz praktisch, dass man, wie gesagt, nicht immer alles in XXL mitnehmen muss. Ich glaube zwar nicht, dass ich mich im Krankenhaus schminken werde, aber man weiß ja nie. Vielleicht möchte man sich dann doch ein bisschen frischer fühlen. Vielleicht macht man dennoch Fotos im Krankenhaus. Man kann ja nie wissen. Habe ich jetzt einfach nur ganz kleine Sachen mitgenommen, wie zum Beispiel einmal die BB-Creme von Nivea. Also das ist eine getönte Tagescreme. Einen Augenbrauenstift. Einmal eine Mascara, einmal eine Wimpernzange, einen Lipgloss und ein Labello. Als nächstes noch ganz normale Müllsäcke mitgenommen, Müllbeutel, wo ich meine schmutzige Wäsche reintue, damit ich die dann auch separat sortiert habe zu der Wäsche, die ich zum Beispiel nicht angezogen habe oder nicht verwendet habe. Hier habe ich mir jetzt so ein Paket bei DM gekauft. Die Tuben waren natürlich jetzt leer. Ich habe mir die ganz normalen Flaschen in der Drogerie gekauft und habe da einfach mein liebstes Shampoo, meine Spülung abgefüllt. Wie gesagt, es ist geplant, dass ich 5 bis 6 Tage im Klinikum bleibe. Deswegen, wie gesagt, ich möchte einfach nur Kleinigkeiten mitnehmen, damit die dann aufgebraucht sind, damit ich die dann auch wegschmeißen kann. Diese Tuben kann man natürlich auch wiederverwenden. Ich habe mir jetzt einfach meine liebsten Sachen einfach abgefüllt, damit ich, wie gesagt, nicht die großen Flaschen mitnehmen muss. Einmal Shampoo, einmal Spülung. Dann habe ich mir noch ein Haaröl mitgenommen und ein Haarconditioner. Der ist jetzt von Dove. Einfach nach der Dusche, nach dem Haarewaschen, mag ich das ganz gerne. Ganz normales Deo, das ist auch von Dove. Dann habe ich noch mein Duschgel mitgenommen von Donna Karen. Als nächstes habe ich noch Abschminktücher von Balea. Beziehungsweise die Reinigungstücher von Balea. Die sind einmal ohne Alkohol und auch parfümfrei. Dann habe ich mir noch die Q-Tips mitgenommen, auch in Reisegröße. Die Reisegrößen sind immer ganz praktisch. Dann haben wir natürlich für die Mundhygiene einmal Zahnpasta und Zahnbürste. Eigentlich habe ich immer die von Dr. Best oder Oral-B. Aber hier habe ich mir jetzt einfach eine ganz günstige Zahnbürste mitgenommen, damit ich die dann auch nach dem Krankenhausaufenthalt wegschmeißen kann. Aber man weiß ja doch nicht, wie viele Bakterien da im Krankenhaus rumwirbeln und wie auch immer. Der Kevin hat sie einmal in XXL-Form mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es keine Reisegrößen gab oder nicht. Dann haben wir jetzt hier noch eine ganz normale Haarbürste, die ihr mitnehmen könnt. Die habe ich jetzt nochmal von Rossmann
Stilleinlagen mitgenommen. Ich denke nicht, dass ich sie brauchen werde, denn ich habe bis jetzt auch noch keinen Milchausschuss. Ich weiß nicht, wie gesagt, es ist auch mein erstes Kind. Ich weiß nicht, ob es kurz vorher kommt oder kurz danach kommt oder ob es überhaupt kommt. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe es jetzt sicherheitshalber mitgenommen, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich sie habe, falls ich sie brauche. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Einmal euer Handyladekabel und einmal eure Kopfhörer, damit ihr auch immer erreichbar seid. Und zum Schluss eine ganz wichtige Sache ist einmal, bitte, bitte, bitte vergisst eure Papiere nicht fürs Krankenhaus. Ich nehme jetzt einfach meinen kompletten Ordner mit, der ist jetzt auch schon beschriftet mit dem Namen von unserem Kind. Da sind alle wichtigen Dokumente drinnen, die wir brauchen, um das Kind dann im Klinikum anzumelden. Ja, ich habe da meinen Mutterpass drinnen, die Vaterschaftsanerkennung. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich alles brauchen werde. Und zwar, um mein Kind anzumelden, brauche ich jetzt fürs Klinikum einmal die Vaterschaftsanerkennung, einmal die Sorgerechtserklärung und die Personalausweise von mir und meinem Lebensgefährten. Das Papierstück, das Dokument, was ihr danach bekommt, ist sehr, sehr wichtig für die Geburtsurkunde, die ihr dann beim Rathausstandesamt beantragen müsst. Ich nehme auf jeden Fall den ganzen Ordner mit, um ja nichts zu vergessen, damit auch alles dann seine Ordnung hat und nicht verloren geht. Falls ihr eure Kamera mitnehmen möchtet, nehmt sie auf jeden Fall mit, denn es sind so die ersten Momente, die ihr von eurem Baby festhalten könnt. So, meine Lieben, meine Kliniktasche ist jetzt gepackt. In 3 Wochen kann es losgehen. Ich bin schon sehr nervös. Ich hoffe, das Video hilft einigen von euch weiter. Falls euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es und abonniert meinen Kanal. Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ich eventuell vergessen habe, was ich dann noch schubs in die Kliniktasche mit einpacken kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder.